Schaut euch mal eure rechte Hand an. Wenn ihr da Augen oder einen Mund seht, dann könnte es sein, dass ihr mit einem Alien-Parasiten infiziert seid. Und wie ihr den wieder loswerdet oder wie ihr mit dem umgehen solltet, das alles erfahrt ihr in diesem Video. Heute will ich so ein bisschen die Ehre des Mangas Parasite retten, denn mir ist aufgefallen, dass der häufig in so Compilations über die abgefucktesten und brutalsten Animes aller Zeiten gezeigt wird und das wird diesem Werk einfach nicht gerecht. Man darf Parasite nicht auf seine Gewalt reduzieren und damit meine ich, es sollte gesetzlich verboten sein, das zu tun. Kapitelmarken und Spoilerhinweise gibt's wie immer in der Infobox. Jetzt geht's los. In Parasite The Maxime von Hitoshi Iwaki geht es um den 17-jährigen Shinichi Izumi. Der wird eines Nachts von einem Alien-Parasiten angegriffen. Dieser Parasit ist vom Himmel herabgeregnet und versucht die Kontrolle über Shinichis Körper zu übernehmen. Shinichi kann den Parasiten aber davon abhalten, bis in sein Gehirn vorzudringen und somit nistet er sich in seinem rechten Arm ein. Also streng genommen frisst er seinen rechten Arm und ersetzt ihn dann mit seinem eigenen Körper. Aber wir wollen jetzt mal nicht so genau sein. Auf jeden Fall ist der Parasit jetzt fest mit Shinichi verbunden und die beiden müssen lernen, miteinander auszukommen. Im Laufe der Handlung nennt Shinichi seinen Parasiten dann Migi. Das ist japanisch und bedeutet so viel wie rechts. Weil der Parasit ja seinen rechten Arm übernommen hat. Versteht ihr? Migi, rechts, ist ein recht pragmatischer Name eigentlich. Bald darauf stellt sich heraus, dass Migi nicht der einzige Parasit ist, sondern noch unzählige andere auf die Erde gekommen sind. Und viele von denen haben ihre Wirte komplett übernommen. Das bedeutet, sie haben sich im Kopf eingenistet und der Mensch, dem der Körper vorher gehört hat, ist dabei gestorben. Da Migi und Shinichi eine Anomalie sind, werden sie fortan von den anderen Parasiten als Bedrohung wahrgenommen und angegriffen. Und weil das natürlich ein Anime ist, gibt es zahlreiche Konfrontationen, in denen Parasiten gegeneinander kämpfen. Die sind nämlich Formwandler und können sich in eine Art Tentakelmonster mit scharfen Klingen verwandeln. Oh wow, der schwächliche, cringige Loser-Schüler bekommt Superkräfte und wird zum Helden. Das ist ja total originell. Warum zur Hölle sollte ich mir ein Anime geben, der diese ausgelatschten Klischees bedient? Nachdem ich mir die ersten Episoden von Parasite angeschaut hatte, war ich etwas verwirrt. Denn ich hatte das Gefühl, dass sich Parasite nicht entscheiden kann, ob es ein Anime für Horrorfans oder für eine jüngere Zielgruppe sein will. Auf der einen Seite gibt es extreme Gewalt, Menschen werden bei lebendigem Leib aufgefressen und die Überreste werden auf einer Wäscheleine aufgehängt. Und auf der anderen Seite haben wir den Hauptcharakter Shinichi, der Angst vor Spinnen hat und peinlich rot anläuft, wenn er mit Mädchen reden soll. Als dann die Kämpfe mit den anderen Parasiten angefangen haben, dachte ich mir nur so, ah, okay, das ist jetzt so eine Art Heldengeschichte, am Ende jeder Episode gibt es dann einen coolen Kampf und nebenbei haben wir halt noch diese Teenager-Love-Story. Ja, und als ich das realisiert habe, habe ich den Anime erstmal schön zerknüllt und in die Ecke geworfen. Aber zum Glück gibt es Leute wie Kenzoku aus der Community, der mir geraten hat, dem Anime noch eine Chance zu geben und mindestens bis Episode 5 zu schauen. Und Junge, 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 zum Glück habe ich das gemacht. Episode 5 ist ein so krasser Wendepunkt, dass ich nicht drum herum komme, die Ereignisse zu spoilern. Sonst kann ich den Rest der Handlung einfach nicht interpretieren. Bevor ich das mache, schauen wir uns aber mal den Anime im Vergleich zum Manga an. Alle, die nicht gespoilert werden wollen, haben also noch genug Zeit, jetzt umzuschalten. Oder ihr klickt einfach hierhin, da findet ihr nämlich meine Review zum Anime Monster. Der Manga zu Parasite ist von 1989, also über 30 Jahre alt. Das merkt man dem Anime aber überhaupt nicht an, an keiner Stelle. Das liegt zum einen daran, dass der Anime aus dem Jahr 2014 stammt und weil der Anime einige Schönheitskorrekturen bekommen hat. Ich bin ja immer skeptisch, wenn man am Grundmaterial herumschraubt, aber in diesem Fall haben sich die Macher des Animes selbst übertroffen. Das Grundmaterial von Parasite ist nämlich recht skizzenartig gehalten. Viele Panels zeigen nur Gesichter oder sehr große Sprechblasen und haben keine oder nur minimal schraffierte Hintergründe. Und auch die Charaktere sind realistisch gehalten, ohne besonderen Wiedererkennungswert. Und genau da setzt der Anime an. Er gibt sowohl der Kulisse als auch den Charakteren eine Prise Zeitgeist. Das merkt man zum Beispiel daran, dass Shinichi im Manga anfängt, im Internet zu recherchieren, was es mit den Aliens auf sich hat, wohingegen im Manga lediglich die Fernsehnachrichten und die Zeitung eine Rolle spielen. Das macht ja auch Sinn, denn als der Manga 1989 erschienen ist, gab es ja noch kein Google und eben auch kein Internet. Und auch das Aussehen der Hauptcharaktere wurde angepasst. Shinichis Freundin Satomi bekommt zum Beispiel rötliche Haare und außerdem trägt sie eine moderne Hochsteckfrisur. Ein sogenannter Half-Bun. Zumindest hat das eine überraschend aufwendige Online-Recherche so ergeben.
Ich hoffe, das heißt wirklich so. Falls jemand von euch weiß, wie das heißt und irgendjemand von euch weiß das 100%, schreibt es mir unten in die Kommentare. Der Punkt ist, der Anime macht genau das, was ein Anime machen sollte. Er erhält die Kernessenz des Grundmaterials und reichert ihn hier und da mit komplementären Facetten an. Ein weiterer positiver Aspekt ist der überkrasse Soundtrack. Wir alle wissen, dass ein Manga logischerweise kein Soundtrack haben kann. Viel wichtiger ist es dann aber, wenn man ein Werk in ein anderes Medium überträgt, also von Buch zu Film, wenn eine Soundebene hinzukommt, dass alles stimmig ist. Und das ist hier wirklich unfassbar gut gelöst worden. Da gibt es einerseits sehr kräftige Dubstep-Elektro-Metal-Musik, vor allem während der brutaleren Szenen und Kämpfen, und andererseits sehr gefühlvolle und dramatische Musik, die nur mit einer simplen Melodie und einem Klavier auskommt. Jeder, der den Anime kennt, wird sicherlich bei dem Song Next to You feuchte Augen bekommen. Oder er bekommt eine Panikattacke, wenn das nächste Mal Dubstep läuft und er schnelle, tentakelige Bewegungen im Augenwinkel wahrnimmt. Dubstep. Kranker Scheiß. Aber in diesem Fall passt es halt einfach und der Anime bekommt von mir rein von der Produktion her die Note sehr gut. Übrigens, der Marvel-Charakter Venom hat schon ziemlich viele Parallelen zu Parasite, oder? Ich meine, Parasiten-Aliens kommen auf die Erde und befallen Menschen. Der erste Auftritt von Venom war 1888, also ein Jahr vor dem ersten Kapitel von Parasite. Ob sich Hitoshi Iwaki wohl von Marvel inspirieren lassen hat, wer weiß. Was ich aber sicher weiß, ist, dass Parasite von dem Film The Thing aus dem Jahr 1982 inspiriert wurde. Aber viel wichtiger ist, was ist denn jetzt mit der Handlung? Parasite ist ein unglaubliches Werk, weil es zwei Wege sehr konsistent und diszipliniert verfolgt. Erstens, wir erleben eine Charakterentwicklung, die beispiellos ist. Und zweitens, der philosophische Subtext wird in keiner Sekunde aus den Augen verloren. Fangen wir mit dem Hauptcharakter Shinichi an. Shinichi startet als ein gewöhnlicher Schüler. Er ist schmächtig, hat Angst vor kleinen Krabbeltieren und er ist introvertiert. Auf der anderen Seite ist er aber auch ein liebenswürdiger und sensibler Junge, der immer versucht, das Richtige zu tun. Er sieht zum Beispiel, wie ein Klassenkamerad verprügelt wird und eilt ihm zur Hilfe, obwohl er keine Chance gegen die Angreifer hat und dann am Ende selbst eine vors Fressbrett gezimmert bekommt. Von einem moralischen Gesichtspunkt aus betrachtet ist Shinichi also ein ziemlich feiner Kerl. Im Kontrast zu ihm steht sein Parasit Migi. Er hat nur ein einziges Ziel, die Selbsterhaltung. Migo ist ein rational denkendes Wesen, das immer auf sein eigenes Überleben und den eigenen Vorteil bedacht ist. Keine seiner Entscheidungen ist durch Emotionalität oder Empathie getrieben, sondern ausschließlich von rationaler Vernunft. Daher rät Migi Shinichi auch davon ab, einzugreifen, als ein anderer Schüler verprügelt wird. Für Migi ergibt das Konzept der Aufopferung für ein anderes Lebewesen einfach keinen Sinn. Wo soll schon der Nutzen darin liegen, sich selbst in Gefahr zu begeben, wenn man daraus nicht mal einen eigenen Vorteil ziehen kann? Und dieser Kontrast von zwei vollkommen unterschiedlichen moralischen Ansichten und Philosophien wird immer wieder während der Handlung thematisiert und diskutiert. Ich hatte ja schon was von der magischen Wir unterbrechen unser Hauptprogramm für einen kurzen biologischen Exkurs. Was macht eigentlich einen Parasiten aus? Ein Parasit ist ein Organismus, der ein anderes Lebewesen befällt, seinen Wirt, um sich von ihm zu ernähren oder fortzupflanzen. Besonders wichtig hierbei ist, dass der Parasit dem Wirt Schaden zufügt. Es ist also nicht vergleichbar mit einem Symbionten. Der lebt nämlich mit seinem Wirt in einer Win-Win-Situation. Ein Blutegel ist zum Beispiel ein Parasit, da er das Blut seines Wirts trinkt und dabei Gewebe und Haut beschädigt. Die Putzergarnele und die Muräne hingegen leben in einer Symbiose. Die Putzergarnele entfernt Essensreste, Hautfetzen oder andere Parasiten von der Muräne. Dafür macht die Muräne keine Jagd auf die Garnele und die Garnele hat immer etwas zu futtern. Ist Migi ein Parasit oder doch eher ein Symbiont? Was denken Sie? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentarspalte. Und jetzt zurück zum Hauptprogramm. In der fünften Episode erzählt und genau die schauen wir uns jetzt mal an. Es folgen massive Spoiler. Wenn ihr die überspringen wollt, geht zum nächsten Kapitel. Am Ende der fünften Episode verändert sich alles. Die Eltern von Shinichi werden von einem Parasiten angegriffen, wodurch seine Mutter selbst zu einem Parasiten wird. Als sie später auf Shinichi trifft, tötet sie ihn und durchbohrt sein Herz. Bevor Shinichi verblutet, schaltet sich Migi ein und schafft es, aus seinen eigenen Zellen ein neues Herz für Shinichi herzustellen. Dabei vermischen sich aber die Zellen von Migi und Shinichi auf molekularer Ebene. Das hat zur Folge, dass Shinichi danach auch Charaktereigenschaften von Migi übernimmt. Er wird also gefühlskälter, rationaler und ruchloser. Am deutlichsten bekommt das seine Freundin Satomi zu spüren. Sie bemerkt, dass Shinichi sich verändert hat. Als sie einen überfahrenen Hund auf der Straße finden, nimmt Shinichi das leblose Tier und wirft es beiläufig in einen Mülleimer.
Nani? Danach erklärt der Satomi, dass Lebewesen nichts weiter als Moleküle sind, die früher oder später wieder zu Staub und Asche werden und man sich deshalb keine größeren Gedanken um den Tod von anderen Lebewesen machen sollte. Diese Reaktion steht natürlich in einem krassen Kontrast zu seinen moralischen Handlungen und Vorstellungen, bevor Migi sein Herz erneuert hat. Shinichis Charakterentwicklung kommt so unerwartet und ist so gut inszeniert und ich würde mich jetzt mal weit aus dem Fenster rauslehnen und sagen, dass seine Charakterentwicklung eine der besten überhaupt ist, von allen Animes, vielleicht sogar die beste Charakterentwicklung. Und damit meine ich nicht die bloße Tatsache, dass sich eine Charakterentwicklung vollführt. Wenn ihr nämlich denkt, das wäre selbstverständlich, damit sich eine Serie lange hält, dann schaut euch einfach mal Ruffy oder Naruto an. Die haben sich seit Episode 1 nicht einen Millimeter verändert oder weiterentwickelt. Parasite nimmt nicht nur diese Charakterwandlung vor, sie ist auch noch herzzerreißend. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, sein Herz wird literally zerstört. Konsistent und zahlt auf die philosophische Metaebene ein. Und weil das nicht genug wäre, vollzieht sich gleichzeitig auch eine Charakterentwicklung bei Migi. An einer Stelle lässt Migi einen Fotografen entkommen, der Beweisfotos davon hat, dass Shinichi ein Parasitenwirt ist. Rational betrachtet sollte Migi den Fotografen töten, weil er eine Gefahr für ihn werden könnte, wenn er die Fotos veröffentlicht. Aber auch Migi muss erkennen, dass es durchaus Sinn macht, Empathie zu zeigen oder nicht rationale Entscheidungen zu treffen in der Welt der Menschen. Migi und die anderen Parasiten kamen nämlich auf die Erde ohne das geringste Wissen über die Menschheit und deren Verhalten und Kultur. Aber wie ein erfolgreiches Tier passen sich die Parasiten im Laufe der Handlung immer besser an die Menschen an und lernen wahrscheinlich sogar unbemerkt unter ihnen zu koexistieren. Man könnte hier also nicht nur von einer Charakterentwicklung sprechen, sondern fast schon von einem evolutionären Schritt der Hauptcharaktere. Und wenn man das von dieser Seite betrachtet, dann sind viele Dinge, die die Parasiten tun, gar nicht so verwerflich. Ich meine, stellt euch vor, ihr kommt auf einen fremden Planeten und ihr seid es halt gewohnt, Obst zu essen, aber auf diesem Planeten ist das ein absolutes No-Go. Obst ist heilig. Dann würdet ihr sicherlich mit der Gesellschaft auch anecken. Und damit kommen wir zu der genialen Metaebene von Parasite. Der Manga behandelt nämlich psychologische und philosophische Themen rund um die Fragen, was bedeutet Menschlichkeit? Wie geht der Mensch mit seiner Umwelt und anderen Spezies um? Und welche Rolle spielt Liebe und Instinkt in unserer Welt? Bleiben wir bei dem Beispiel mit der Nahrungsaufnahme. Die Parasiten fressen am Anfang einfach Menschen, um ihren Hunger zu stillen. Und als Migi und Shinichi darüber sprechen, versteht Migi nicht das Problem, das Shinichi mit diesem Verhalten hat. Die Parasiten stillen einfach ihren Hunger. Und außerdem merkt er an, dass die Menschen doch auch andere Lebewesen essen. Wo ist also der Unterschied zwischen einer klein gehäckselten Kuh in Bulettenform und einem Parasiten, der einen anderen Menschen verschlingt? Und da stößt auch Shinichi an seine argumentativen Grenzen. Er sagt, dass es nun mal menschlich sei, keine anderen Menschen zu töten. Aber warum sollte ein Parasit menschliche moralische Standards berücksichtigen? Für Parasiten sind Menschen ja auch eine andere Rasse, so wie die Kühe für uns. Diese Art der philosophischen Diskussion findet man an unzähligen Stellen in Parasite, oftmals eher im Subtext und häufig wird die Frage auch nicht komplett aufgeklärt. Der Zuschauer muss sich selbst darüber Gedanken machen und eine Antwort darauf finden. Migi hält Shinichi immer wieder den eigenen ungefilterten und rationalen Spiegel vor. An einer Stelle nennt Shinichi Migi einen Dämon. Migi antwortet daraufhin, dass laut Definition des Begriffs Dämon der Mensch viel eher dazu passen würde. Menschen sind nämlich böse, ohne einen Grund dafür zu haben. Die Parasiten verhalten sich wie Tiere, sie greifen an, wenn sie bedroht werden, oder sie töten, um zu fressen. Einige Menschen hingegen sind einfach nur aus purer Lust grausam. Zum Beispiel vergraben einige Jugendliche ein Kätzchen in einem Sandkasten und werfen es mit Steinen ab. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was so eine abgefuckte und sadistische Scheiße abzieht. Das Thema, wie böse der Mensch ist, ist so groß, das kann ich in diesem Video nicht alles abbilden. Allerdings möchte ich einige Akzente, die darüber in Parasite diskutiert werden, trotzdem kurz zeigen. Die Verkörperung dieser Niedertracht, die in uns Menschen lauert, ist der Charakter Uragami. Er ist ein Serienmörder, der absolut empathielos ist und Freude daran findet, Frauen grausam aufzuschlitzen und umzubringen. Uragami vertritt die Ansicht, dass die Menschen die eigentlichen Monster sind und den Trieb des Tötens einfach unterdrücken. Ihm gegenüber steht die Philosophie von Satomi, dass jedes Leben einen Wert hat und dass diese Erkenntnis den Menschen vom Tier unterscheidet. So wie ich das interpretiere, zeigt der Autor mit diesem Charakter, dass die Fähigkeit, Empathie zu zeigen, ein wichtiges und notwendiges Attribut ist, womit sich ein Mensch von einem Tier abhebt. Er inszeniert Uragami sehr eindeutig als Tier und weniger als Mensch. Zum Beispiel besitzt er die Eigenschaft, andere Parasiten zu erkennen, indem er ihre Präsenz spürt. Damit spielt er auf den biologischen Begriff Instinkt an. Ein Instinkt ist ein angeborenes und vererbtes Verhalten, das überlebenswichtig ist. Zum Beispiel folgen Entenbabys instinktiv ihrer Mutter. Sie können gar nicht anders. Dieses Verhalten ist fest in ihnen verankert. Ein anderes Verhalten wäre gegen ihre Natur.
Der Mensch hat sich aber so weit entwickelt, dass er gewisse Instinkte nicht mehr benötigt, um erfolgreich zu überleben. Er verhält sich also gegen seine ursprüngliche Natur. Ich meine, guckt euch Joe Exotic an. Also, der Tiger King. Kein normales Tier würde sich in ein Gehege mit Raubkatzen begeben. Die sind scheiße gefährlich. Und dieses instinktive Fluchtverhalten, das haben wir Menschen, einige Menschen, einfach abgelegt. Uragami beruft sich aber genau auf diese Urinstinkte. Das lässt vermuten, dass der Autor ihn eher als Tier und weniger als Menschen inszenieren wollte. Und wenn wir hier schon einen biologischen Exkurs machen, dann schauen wir uns noch einen weiteren Aspekt an, der wunderbar in Parasite aufgegriffen wird. Von der Ethologie, also der Verhaltensforschung, kommen wir jetzt zum Altruismus. Altruistisches Verhalten bezeichnet im Allgemeinen eine Handlung, die für das Tier mehr Nachteile oder Risiken mit sich bringt als Vorteile. Also der Gegensatz zum Egoismus. Aktuelles Beispiel. Dein Nachbar hat Corona und befindet sich in Quarantäne. Und du bringst ihm die Einkäufe vorbei. Und dieses Verhalten hat für dich absolut keine Vorteile und bringt dich eventuell sogar in Gefahr. Wirklich reiner Altruismus im Tierreich ist kaum zu finden. Da gibt es immer wieder das Beispiel von den Bienenvölkern. Da helfen die Arbeiterdrohnen mit bei der Brutpflege. Das ist für mich aber kein altruistisches Verhalten, weil sie damit ja sicherstellen, dass ihre Gene weitergegeben werden und das Volk nicht ausstirbt. Altruismus ist eher etwas Menschliches und wird daher auch als eine der größten Errungenschaften der Menschheit angesehen. In Parasite gibt es den Charakter Tamiya Ryoko. Sie ist zwar ein Parasit, hat aber trotzdem ein menschliches Baby geboren. Sie beschäftigt sich sehr stark mit menschlichem Verhalten und eben auch Konzepten wie dem Altruismus. Obwohl sie rein rational gesehen keinen Grund hätte, das Baby zu versorgen, da es zu einer anderen Rasse gehört, kümmert sie sich trotzdem um das Kind. Später trifft sie sogar eine komplett irrationale Entscheidung und opfert sich für ihr Baby. Auch in diesem Charakter verdeutlicht der Autor, wo er die Grenze zwischen Tieren und Menschen sieht und auf was es seiner Meinung nach ankommt, um als Mensch zu gelten. Die Botschaft, die er in diesem Manga aussendet, ist meiner Meinung nach eindeutig und seiner damaligen Zeit weit voraus. Es spielt keine Rolle, ob ein Tier oder eben ein Parasitenmonster in dir steckt. Es kommt nur darauf an, wie du dich verhältst und ob du anderes Leben wertschätzt. Wenn du dies tust, bist du wohl mehr Mensch als Tier. Ein abschließendes und eindeutiges Urteil fällt er aber nicht. Er lässt die Antwort unscharf und betont am Ende nochmals, dass es immer Unterschiede zwischen verschiedenen Rassen geben wird. Außerdem betont er nochmal, dass es sehr vermessen und arrogant ist, zu behaupten, man wüsste, wie andere Lebewesen fühlen oder denken. Das Ganze illustriert er wunderschön mit einem frisierten Pudel. Das ist eine indirekte Kritik an allen Menschen, die ihre Tiere dafür missbrauchen, um ihre eigenen Ideale und Vorstellungen umzusetzen und allen Ernstes davon überzeugt sind, dass die Tiere das auch noch mögen. Ich bin ehrlich, ich bin generell kein großer Fan von Tierhaltung in irgendeiner Art. Egal ob Hund, Katze, Maus, Pferd, wie auch immer, ich finde, das ist alles nicht artgerecht. Obwohl, so eine Katze den ganzen Tag faul rumliegen und fressen? Aber seht ihr, jetzt habe ich schon wieder menschliche Standards für eine andere Rasse angelegt. Und das sollte man nicht tun, denn wer weiß, vielleicht ist für eine Katze faul rumliegen ja was total Schreckliches. Ist ein interessantes Thema, wenn ihr dazu auch eine Meinung habt, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Kommen wir zum Fazit. Parasite The Maxim von Hitoshi Iwaki ist ein wahrer Diamant. Dieser Anime verbindet eine kurzweilige und actionreiche Handlung mit einer philosophischen und psychologischen Metaebene. Und das Schöne ist, egal was ihr lieber mögt, beides findet einen gesunden Mittelweg. Egal ob ihr euch von der Handlung berieseln lassen wollt oder doch etwas mehr Anspruch sucht, hier werdet ihr fündig. Der Anime ist toll animiert und braucht sich vor Werken wie Attack on Titan nicht zu verstecken. Mit seinen insgesamt 24 Episoden kann man alles an einem Wochenende durchbingen. Parasite verdient die Bezeichnung als Horror-Anime durch wiederkehrende, brutale und sehr blutige Momente, allerdings würde ich diesen Anime auch Leuten empfehlen, die sonst weniger mit diesem Genre anfangen können. Was das Gewaltlevel angeht, sehe ich Parasite eher im unteren Durchschnitt. Den einzigen winzigen Kritikpunkt, den ich habe, ist, dass der Anime am Anfang einen falschen Eindruck von dem übermittelt, was er eigentlich ist. Und obwohl Anime und Manga sehr nah beieinander sind, bin ich der Meinung, dass der Manga das Ganze ein bisschen besser löst. Mit diesem minimalen Makel gebe ich Parasite The Maxim aber trotzdem eine solide 9,2 von 10 Punkten. Übrigens, der Autor von Parasite, ein sehr sympathischer Dude, der hat nämlich gesagt, dass er die Story genau an dem Punkt beendet hat, als die Story es selbst verlangt hat. Da könnte sich der ein oder andere Mangaka mal eine Scheibe von abschneiden. Wie auch immer, was haltet ihr von Parasite? Schreibt es mir in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns kommende Woche. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Die können sich in so eine Art Tentakelmonster verwandeln und miteinander fechten. Alter, das klingt so krass nach Pimmelfechten. Die Geschichte eines Teenagers, dessen bester Freund seine rechte Hand ist.
Ihr habt genug von Tentakelmonster, kein Problem, dann schaut euch doch mal den Anime Monster an. Der spielt nämlich in Deutschland und dort gibt es garantiert keine Tentakelmonster. Außerdem gibt es hier noch ein anderes Video und wenn ihr regelmäßig mit Tentakelmonstern provoziert werden wollt, dann müsst ihr diesen Kanal hier abonnieren. Die besten Tentakelmonster der Welt. Nur bei Fancy Reviews.